herzlich willkommen bei Traubenliebe TV. Freude und Genuss am Wein zelebriert. Ich bin heute in Toledo über den Jahreswechsel durch Spanien gereist, war lange in Madrid und jetzt in Toledo ein sehr schönes Dörflein, Städtlein, eigentlich auf einem schönen Hügel, eine Altstadt. Einen großen Traum. Ich war heute Morgen nach Joggen über den oder rund um den Altstadt, um ein bisschen den Weihnachtspfunden wieder abzuprutzeln. Und ganz ehrlich, jetzt fangen wir an mit dem ersten Wein in 2016. Das ist die Adolfo Collection. Das ist ein Wein, der kostet hier in der Bar 12 Euro die Flasche. Pro Glas ungefähr so 2 Euro. Und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt guckt hier von Farbe, da sieht man schon, das ist ein relativer Jungspund. 2014, 100% Tempranillo Traube und ist lokal hier aus Toledo. Und ganz ehrlich, von Nase riecht man schon, der ist ein Pieps jung, hat natürlich seine Zeit auf Barrique verbracht. Und ich bin jetzt mal gespannt. So, von Nase einfach leichtes Sauerkirschen, Marzipan. Der Toledo ist ja bekannt, das ist immer das Lübeck des Südens. Sehr bekannt von seiner Marzipan-Herstellung. Vielleicht später einmal mal mehr dazu. Aber wenn man jetzt mal guckt, was kriegt man hier jetzt vor? 2 Euro. Das ist ein sehr junger Wein, der hat aber Persönlichkeit, der zeigt Sonne. Der Tanninengerüst ist definitiv ein Wein, der wunderbar zu Tapas passt. Das ist ein Wein, der, jetzt bekomme ich wieder was Kleines Nettes gebracht hier. Das ist ein Wein, der viel Spaß macht im Mund, aber sehr sympathisch, sehr nett. Und hier habe ich jetzt auch gleich wieder eine kleine Spezialität aus Toledo. Und ich zeige euch das mal. Da hat man das mal hier und das werde ich auch jetzt gleich essen mit einem frischen Stückchen Brot. Und ganz ehrlich, wie bewertet man so einen Wein? Für mich 86, 87 Punkte. Da das einfach, sagen wir, hier wird auch direkt, sag mal, hinter mir wird direkt frisch gekocht. Und das ist ein Vergnügen. So, ich freue mich schon auf den nächsten Wein. So, jetzt habe ich hier eine kleine Spezialität. Den habe ich jetzt angefangen zu essen. Das heißt, ich suche jetzt, das heißt Carcamusas. Carcamusas, das habe ich hier jetzt vor mir. Das ist eine lokale Spezialität in einem Tomatensauce, Schweinefleisch mit Erbsen, Tomaten und noch ein paar andere Sachen. Jetzt gucken wir mal, wie er mit diesem schönen Wein zusammenarbeitet. Das ist das Salzige, aber ist eigentlich ganz okay. Passt gut zusammen. Der Wein ist jung, easy drinking Wein. Mit einem lokalen, sage ich mal, kleinen Eintopf, absolut Vergnügen. Ja.